So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Im letzten Part sind wir hier, ich glaube Sektor 6, in Sektor 6 gelandet und wir suchen nach Tifa. Also, dann suchen wir doch einfach mal direkt nach ihr. Aber erstmal gehen wir in den Item Shop, mal gucken, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Beep, bleep. Huh? Kaputt. Ja, okay, das ist eindeutig kein Item Shop. Hey ihr zwei, wollt ihr euch nicht etwas ausruhen? Wir haben ein schönes Zimmer, wie wär's? Danke, ich verzichte fürs Erste. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Weswegen denn? Ich mag's nicht aussprechen. Ist der Laden dort unten auf der rechten Seite. Okay. Mal gucken, was hast du mir denn zu sagen? Bitte kommt rein, hier gibt's gerade einen Apothekengutschein, wenn ihr jetzt kommt. Okay, ich will den Gutschein. Gib mir den Gutschein. Okay, willkommen. Nehmen Sie Platz, wo es Ihnen beliebt. Quatschen wir einfach mal alle an. Ich bekomme heute noch einen Apothekengutschein. Garantiert. Garantiert. Nom nom. Okay, setzen wir uns einfach mal hin. Wahrscheinlich werden wir eh verarscht. Was darf ich Ihnen bringen? Ich glaube, rohen Fisch wollen wir hier garantiert nicht essen. Irgendwas gut durchgegartes. Einen koreanischen Grillteller. Kommt sofort. Hier wird zuerst bezahlt. Das macht dann 70 Gil. Oh. Naja, ich hoffe, es lohnt sich dann wenigstens. Danke, einen Moment. Hier bitte, lassen Sie es sich schmecken. Oh, das sieht ja lecker aus. Punkt, Punkt, Punkt. Sagen wir mal nichts dazu. Und jetzt gib mir meinen Apothekengutschein. Boah, was für eine Verarsche. Naja, als ob ich es nicht geahnt hätte. Hey Junge, du hast aber ein hübsches Mädel. Bring sie dem Don, und du hast ein Vermögen. Ist ein bisschen früh fürs Essen. Komm später wieder. Okay, kein bisschen creepy. Was soll ich nur tun? Soll ich es einfach kaufen? Was hast du mir zu sagen? Sind Katzen nicht großartig? Dies hier ist etwas groß. Gehen wir mal hier rein. Sieht aus wie ein kleiner Laden. Huch! Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Was hast du denn hier? Echo-Bombe? Kuriert Trauer und versetzt den Zorn. Kuriert Zorn und versetzt den Trauer. Legen wir uns einfach mal einen davon zu. Gibt es noch irgendwelche Häuser? Ich glaube nicht. Hey, ihr zwei, wollt ihr euch hier etwas ausruhen? Wir haben ja ein schönes Zimmer, wie wär's? Ja, kenne ich doch schon. Gehen wir mal hier rein. Willkommen, 10 Geld pro Nacht, bitte. Nee, du. Meine Truppe ist noch relativ frisch. Ja. Ist mir keine 10 Gil wert. Die paar MP. Mal gucken, was hier ist. Nicht drängeln, Rüpel. Willkommen, bitte lasst euch Zeit. Okay. Kann ich hier rein? Oder ist das... Ne, anscheinend nicht. Okay. Wir können jetzt da unten nach rechts weitergehen, oder? Gehen wir mal unten rechts weiter. Weil nach Norden einfach jeder geht. Oh. Okay. Mann, soll ich reingehen oder nicht? Das macht mich völlig irre. Bin ich blöd? Hey, bist du nicht? Was? Heißt das, du jetzt auch? Nee, beleidige mich nicht. Was? Ich auch. Ich habe lange gebraucht, um mich zu entschließen. Meine letzten Erinnerungen an Midgar, weißt du? Aber der Typ da drüben jagt mir irgendwie Angst ein. Gut. Was zum Teufel, du Satzzeichen? Das ist keine Satzzeichenshow. Ich bin beschäftigt. Pass auf, sonst gibt's gleich Ärger. Ja, okay, wenn ich eine Satzzeichenshow will, dann suche ich mir einen Duden. Nee, keine Chance. Lass gut sein. Es klappt einfach nicht. Wir sind zu verschieden und mein knappes Gehalt, das funktioniert einfach nicht.
Worum geht's hier denn überhaupt? Willkommen, selbst Loser wie du können hier den Traum ihres Lebens erfüllen. Suchst du auch eine Freundin? Kennst du eine Tifa? Hey, du bist aber schnell. Tifa ist unser neuestes Mädchen. Leider führt sie aber gerade ein Gespräch. Hier im Gasthaus zur Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmal zu Don Corneos Villa gebracht. Don Corneos ist ein berühmter Amateur. Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer Braut. Was? Okay. Das Gasthaus zur Honigbiene ist ein Privatclub. Es werden nur Mitglieder eingelassen. Okay, dann gehen wir doch mal nach Norden zu diesem Don Corneo. Aber davor gehen wir doch mal ins Inn. Ja, bleiben wir eine Nacht. Schöne Musik. Gut. Vielen Dank, bitte kommen Sie wieder. Ja, bla. Ja, kennen wir doch schon. Dann gehen wir mal nach Norden. Wahrscheinlich ist dort die Villa von diesem Don Corneo oder wie der heißt. Dieses ganze Gerümpel, muss das hier rumliegen? Das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts. Er sammelt diese ganzen Sachen und bewahrt sie hier auf. Oh, du meinst den Waffenhändler, der einen Panzer in seinem Geschäft hat? Oh, du hast recht, das hier ist nur Schrott. Bist du der Waffenhändler, der einen Panzer in seinem Geschäft hat? Okay. Bleib doch hier. Trainier mit uns. Nein. Punkt. Oh je, ich hab wieder zugenommen. Also, 1, 2, 3, Kniebeugen im Takt. Ich versuch's ja. Wie ist das? Also, das hier ist garantiert kein Waffenladen. Mal weiter gucken. Was haben wir denn hier? Eine Kantine, wie es aussieht. Hoffentlich ist das Essen kein typisches Kantinenessen. Mensch, sind die Zeiten schlecht. Und dann? Ach, wirklich? Ah. Ich bin zu schnell. Kannst du mir einen Gefallen tun? Da ist schon den ganzen Tag jemand drin und kommt nicht mehr raus. Ich kann es nicht mehr halten. Da kann ich dir erstmal nicht helfen. Ja, bestell dich aber an der Theke. Hey, hier drin ist jemand. Guck weg. Hast du Medizin dabei? Ich bin zu hyper und... ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. In dem einen Laden konnten wir doch ein Beruhigungsmittel kaufen. Mal gucken, was passiert, wenn wir dem das geben. Wo konnten wir das denn kaufen? Hier, glaube ich. Nein. Dann war's hier. Ja, hier war's. Probieren wir es doch mal aus. Ja, huch, warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Wisst ihr, er hat ja gesagt, er ist hyper. Also wenn... Und Beruhigungsmittel ist das Gegenteil zu hyper. Mal gucken, was passiert, wenn wir das dem geben. Kann auch sein, dass ich mir da jetzt zu viel hineininterpretiere, aber das wäre zumindest meine Idee. Das war hier, oder? Yep. Hey, ja, hast du Medizin dabei? Ich bin zu hyper und... Nee, anscheinend nicht. Okay. Habe ich mir doch zu viel reininterpretiert. Egal. Kann man garantiert trotzdem irgendwann mal gebrauchen. Was ist da drin? Ah, hier kann ich Zeugs kaufen. Brauche ich das ernsthaft? Ja, die beiden Titanreifen will ich ja eigentlich behalten. Hm.
Wobei, mit Trilamänder sind ja ohnehin besser. Ups. Wollte ich gar nicht. Fuck.